Da müssen wir was gegen tun. Ja, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen in Nuka World umgeschaut und jetzt sind wir wieder hier in Nuka World und machen Nuka World Zeug. Genau. Wir sind gerade in Galaxy oder Nuka Galaxy. Und dieser Planet irgendwas 5. Luca 5 wird angegriffen, da müssen wir gegen tun. Findest du? Oh, ich will damit fahren. Wir müssen doch die Kolonie retten, Mann. Hi. Alter. Da mache ich auch so viel Schaden manchmal. Hey. So, du bist der Doc Rod. Übrigens bedachte, hätte ich nicht in den gleichen Farben hier anstreichen sollen. So, dann geht's aber noch weiter. Ne, das ist da. Okay. Ah, du bist doch die Olle. Na komm. Oh, ganz abgucken. Alter. Das war nämlich meine stärkeren Waffen mit, habe ich so Gefühl. Darf einfach nicht wahr sein. Ja, gar keine Chance hier. Charakter, ich habe so gehört, meine Anspielung auf irgendwas. Oder auch nicht. Komm her, komm her. Ha. Ja, komm her. Was schießt der da? Ich will auch haben. Ich will den einen, meine Güte. Der eine war aus Fallout 3, glaube ich. Oder waren die nur Vegas? Keine Ahnung. Da konnte man Flammen verschießen. Die Granaten. Und jetzt kommt die Riesen. Oh Gott. War. Und jetzt kommt die Riesenfaust. Ich komme nicht dadurch. Komm her. Die Schnauze. Ich bin Mensch. Ich stehe über dir. Gorch mir gefälligst, Roboter. Schmutziges Teil, du. Ha. Meisterschaft beim ersten Versuch geschafft. Oh ja. Wow, aber das ist nett. Warte, willst du mich auf den Arm nehmen? Jo, muss irgendwas sein. Zeitschrift, irgendwie sowas. So bestimmt irgendwie Zeitschriften für dieses Addon. Okay, hier was. Starkern. Habe ich da nicht schon einen von? Ich glaube, davon habe ich schon einen, ne? Glaube ja. Aber wofür sind die? Ich alle ja ausschalten, die Roboter. Anscheinend nicht. Noch ein Starkern.
Wofür sind die? Oh, man kann ja nicht schaden, die mitzunehmen. Oh, okay. Soll ich echt sagen, dass du die fertig gemacht hast? Das ist ein kranker Witz. Outfit nehmen. Okay, Nuka Girl, Raketenanzug. Du hältst die Fähigkeit unter Wasser atmen und ein Charisma. Ist einfach gestrippt. Warum denn nicht? Ah, okay. Stimmt, da war ja was. Da wegen so Medaillen gekommen. Ausgezeichnet. So, nie abgeschlossen. Ist auch so ein Schlüssel. Jetzt habe ich zwei von denen, ne? Und da ist ein Starcan wieder. Ja, so, ich dachte, da kann man runterfallen. Oh, da ist nur Boden. Okay. Nee. Den will ich da runterschmeißen. Oh, das ist so ein Pinball-Apparat oder was? Komm schon. Hallo, Kind. Boah, ich kann natürlich wieder nicht angreifen, weil nämlich die ganze Zeit nachgefangen hat. Komm schon, flieg da runter. Oh Mann. Soll man irgendwie speichern oder so? Vielleicht nicht hier, während ich im Kreuzfeuer bin. Oh mein Gott. Alter. Ich bin gleich tot. Oh geil. Nerdwood, genau, gibt es ja auch noch. Nur hat das jetzt eine Abklingzeit. Aber wenn ich jetzt schon wieder 20% erreiche, wird das wieder aktiviert. Anscheinend nicht. Bleibst du hier? Ich hätte Atoms Urteil mitnehmen sollen. Boff. Ja, das sah irgendwie episch aus. Ich brauche bessere Waffen. Ich hätte bessere Waffen mitnehmen sollen. Ich wollte aber ein neues ausprobieren, ne? Kann nicht so einfach sein. Es kann ja nicht einfach sein. Wie ist auch sehr schwer, hallo, da ist kein einfach drin, ne? Ihr blöden Dinger. Nein, habe ich gesagt, kann ich jetzt nicht sehen. Mann, ich habe den gerade erledigt. Ich habe irgendwas von mir hingestammelt. Ich weiß noch nicht was. Wer war das? Oh, ich bin wieder hier oben, echt jetzt. Irgendwas mit Scheißdrecks Mist oder irgendwie sowas. Oh, warte, blöden Viecher. Hey, können diese. Hallo? Mein Gott, warum sind die Dinger so stark? Oh, lass mich einfach hier legen. Oh, schau beim Essen mir zu. Boah. Alter, das ist wieder einer dieser Tage. Boah, diese Dinger machen aber auch Schaden. Ne? Könnt ihr mal ruhig bleiben? Oh mein, Alter, was ist das? Kann ich wieder da hochgehen? Mal kurz hier auch durch. Boah. Alter, das hat einen Kack.
Warum sind die Dinger so stark? Heilige Güte. Was hat mich denn jetzt noch ab? Was denn? Einer von wo? Da, du blödes Vieh, ey. Meine Güte. Junge, der da hinten, der schießt auch noch auf mich. War seine. Oh mein Gott, ehrlich? Hätte es noch so ein Schutz, die haben es auch echt drauf hier in dem DLC, habe ich das Gefühl. War sein. Dann habe ich den Faktor hier noch geholt als Fähigkeit, damit ich mehr Energieresistenz habe. Ich habe noch mehr Schaden bekommen. Boah. Hey. Schon wieder so ein richtig beschissen harter Einstieg. Alter, kannst du mal weichen. Muss Dogbot, wenn ich mal ihn brauche, um das Feuer auf sich zu ziehen. Sag mir, was war's hier? Hey. Boah, was? Ja. Meine ganzen Roboter mutzen mit. Hey, was kämpfst du denn hier noch? Boah, natürlich wieder am Ende des Kampfes. Ey, ich kann so kotzen. Jetzt mal die Dinger. Oh, ich brauche noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Dann glaube ich echt die. Ich glaube langsam echt die Gegner tun echt mit Leveln und da macht mir Angst. Ja, na gut. Ist da auch noch was, oder? Nur noch ein Star-Kern. Star-Core. Ja, noch nicht fertig. Gibt's denn ja noch? Ach so, hier bin ich. Nee. Da war ich noch nicht. Das gesagt. Oh nee. Ich glaube, ich werde auf den MVP einsetzen. Boah. Mein MVG, Most Valuable Gun. Würde ich dann nehmen sollen. Na, wir sind jetzt überall hier. Wenn ich andauernd Nahkampfangriff machen würde, ne? Ach komm, die können nicht wegfliegen, habe ich das Gefühl. Also kacke. Start. Ja, was? Vater, stirb. Was habe ich getan? Da habe ich mal das Spiel geschrottet. Irgendwas ballert hier.
passiert da? Da wird so ein Fusionskern. Oh, haltet die Schnauze. Ja. Was? Ja, was passiert mir? Da war ich schon kaputt. Oh, Level up. Au. Warum? Ach, wir werden Freunde. Oh, das darf einfach nicht wahr sein. So, Level up. Ich habe das Gefühl, wir tun schwere Waffen auch leveln. Damit der MVP noch mehr abzieht. Ja, sieht noch ordentlich Schaden aus. Ja, wo ist das Novatron-Dingen? Hier habe ich den ganzen Gebiet hier durchgeschossen, ne? Ich komme gar keine Aliens in diesen Addon vor, wahrscheinlich nur diese Roboter, ne? Bist du denn, du brennst? Lösch dich. Komm nicht auf mich los. Ja, auf den möchte ich vielleicht nicht losgehen. Machen wir ihn platt gemeinsam. Du auch, Doc Brot, genau. Komm nicht in mein Feuer hier. Ausgezeichnet. Oh Mann. Da schon mit meinen Dings reinballern. Eine Artefaktpistole. Okay, wo ist das Viech, der große? Was? Metallkiste entsperren, leer, was? Nicht mal ein Schwierigkeitsgrad, ist einfach nur leer. Das wäre es. Zum Teufel. Was? Oder wenn ich war, wo ist das fette Ding? Wer kaputt gehauen haben. Da ist bestimmt was Geiles drin. Was zum? Was ist das denn? Man hat nur Special Effects oder was? So, hier. Ich werde mal zu Asche kaputt gehauen. Dann sind wir jetzt ja fertig. Nö. What is this? Was? Okay. Ja. Oh Gott. Hallo. Jemand hier? Ich hab da unten die ganzen Router platt gemacht, ne? Ihr habt da nichts dagegen, oder? Oh nein, wollte ich gar nicht. Ich wollte es doch gar nicht. Okay, wo landen wir jetzt? Na, unten. Planetenlandschaft.
Den Sprung schaffe ich bestimmt nicht, ne? Oder ganz knapp. Oh Gott. Super. War ich hier schon? Ja. Boah. Hallo. Hallo? Was war das? Dogbot macht irgendwas platt, oder? Auf der linken Seite ist irgendwas. Oh nein. Dogbot. Start. Ja, ich durch Dogbot. Man denke ich, man kann die Waffe aufladen. Kann man aufladen, ich Idiot. Oh mein Gott. Ich doof. Oh, der ganze Schaden, der uns durch die Lappen gegangen ist. So, was haben wir hier? Die Dinger abstellen. Ja. Dogrod, ah, Entschuldigung. Er denkt sich einfach nur so, ne. Nach dem Schuss mache ich nicht weiter. Nein, na? Nein. Ey, die Schnauze. Mein Gott, warum gehen die Beine so schnell mit dem Treibstoff? Ding ist auch schon so eine kleine Alien-Pistole. Blaster meine ich. Schnauze da oben. Aha. Wie viele Gegner sind hier noch? Wo sie uns kennen. Sturmgewehr, ein Verkäufer. Was macht der hier? Wir können in diesem Part hier noch rauskommen. Was so? Ihr seid geglitscht. Mein Gott, bei Völlen Inferno. Oh mein Gott, feigst du jetzt mal. Was? Alter, er wird nicht einfach hier neben Addon, oder? Ich kann doch nicht erwarten, dass das Spiel so schwer ist, ey. Oh nein. What the hell you? Warum haben die alle so vollkommen unterschiedliche Stärken? So, exakt gleichen Viecher. Was er hat. Nochmal, das gibt's jetzt einfach nicht. Nochmal an. Oh Gott. Das wird ja noch ein Ritt. Was habe ich jetzt hier gemacht? Jetzt ist er fertig. Oh mein Gott, das gibt's doch jetzt einfach nicht.
Muss ich da hin? Muss ich hier rauf? Muss ich nicht hin? Wo ist es? Und jetzt? Wo kam ich überhaupt? Das ist eine Tür, dass da reingehen. Hey, was zum? Die einfach beide gleichzeitig gezogen haben. Oh, willst du mich? Was hat denn da? Aber du machst die voll lack. Oh. Ja, gibt's doch nicht. Er macht die voll locker fertig. Ah, ich krieg die Krise. Und wir drin fertig sein. Ich glaube, ich muss echt eine Trainingseinheit machen hier mit Glitchen und also was. Auch wenn das wieder irgendwie nicht klappt. Was mag ich schon? Random. Genau. Okay. Der musste sein. Wäre es erschreckend gewesen, wenn der. Wir sind einfach da reingegangen, wieder raus. Willst du mich auf den Arm nehmen? Boah, das gibt's ja jetzt einfach nicht. Mach, das aufladen oder nicht? Ja, ich werde aufs Spiel nochmal leveln. So geht das nicht. So geht das einfach nicht. Hör ich das an. Ich sollte wirklich nicht so wenig Schaden machen. Hör ich das mal an, ey. Wie einfach auf ihn einprügelt. Oh, linke, eine rechte. Oh Gott, ich will ja raus. Ich will raus und leveln. Ich will leveln und hier raus. Geht hier so nicht weiter. Ich muss all meine Sachen ja voll hoch peppen. Alles, was mir Schaden gibt, muss ich holen. Scheiß drauf, ob ich irgendwie bei Level oder stärker werde oder was ich. Ist abgeschlossen, perfekt raus hier. Wahrscheinlich Magenta, Orange, keine Ahnung. Da wir gehen jetzt heraus, wir haben alles erledigt, wir haben alles getötet, nehme ich an. Also wir können jetzt heraus und irgendwo anders hingehen. Perfekt, ne? Gut, dann sage ich schon mal jetzt ist der Ausgang hier, ne? Sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sag Tschüss, bis zur nächsten Folge.